Guten Abend, meine Damen und Herren und Interessierten. Ich freue mich vor allem darüber, dass Peter Stein uns ein wenig über das griechische Theater erzählen wird. Peter Stein, das wissen die meisten von Ihnen, und wenn nicht, dann sage ich es Ihnen jetzt, ist einer der größten deutschen Regisseure, die wir im letzten Jahrhundert gehabt haben. Und für mich ist das eine große Ehre, dass er hier mitmacht. Und ich freue mich, weil man kann ja immer noch von den alten Menschen lernen. Das hoffe ich auch für Sie. Und von Peter Stein habe ich viel gelernt und es war eine meiner wichtigsten Theaterzeiten. Peter, hörst du mich? Gut, ist ein bisschen schwach, der Ton. Bisschen schwach. Aber es reicht. Soll ich lauter sprechen? Nein, nein, nein. Okay, bitte, Peter. Vielen Dank für die Begrüßungsworte, die Schmeicheln. Schmeichelei ist immer eine gefährliche Sache. Lassen wir das beiseite. In dem Alter darf man das. Also offensichtlich handelt es sich heute Abend um die griechische Tragödie. Du willst Ausschnitte aus der griechischen Tragödie vorschlagen. Und wahrscheinlich wissen alle Beteiligten, die auch im Zuschauerraum sitzen, dass die griechische Tragödie, eine Erfindung der Athener gewesen ist, der antiken Tragödie in Athen. Das erkennt man schon daran, dass die ganzen Worte, die sich um das Theater herum bewegen, alle aus der griechischen Sprache stammen. Das Theater selber, Theatron, bezieht sich auf das Wort Thein, das heißt schauen. Theatron heißt also ein Ort, wo man schauen kann. Aber alle anderen Worte, Skene zum Beispiel, kommt von Skene, das ist die Bühne. Oder Orchester, das ist der eigentliche Tanzplatz des Chors gewesen. Später irrtümlicherweise in der Renaissance als Musikplatz vorgesehen und interpretiert. Und noch viele andere, Protagonist und Prolog und Episode, das sind alles griechische Namen, die deutlich machen, dass aus Athen anfangs des 6. Jahrhunderts vor Christus und dann das ganze 5. Jahrhundert hindurch in Athen das Theater erfunden wurde, durch die griechische Tragödie. Wie das zustande gekommen ist, dieses Wunder, und das ist eine schwierige Sache. Es gibt da verschiedene Meinungen. Es gibt viele Informationen zur antiken Tragödie, zur griechischen antiken Tragödie. Zunächst einmal die ersten Informationen stammen von Aristoteles. Dann die Hellenisten haben das weiterentwickelt, sozusagen philologisch weiterentwickelt, so rund um die Bibliothek von Alexandria herum. Und dann verwanderte der Schwerpunkt nach Konstantinopel, am Hof des Kaisers von Konstantinopel, haben die Gelehrten die Informationen zur griechischen Tragödie und auch die Überlieferung der Texte sichergestellt. Allerdings, wie es genau dazu gekommen ist, ich nenne diese ganzen Informationen Theaterlegenden. Die sind interessant, zum Teil sehr lustig, zum Teil auch verrückt, sehr interessant, aber man darf nicht jedem Einzelnen trauen. Man muss das Ganze im Komplexen sehen. Die Tragödie, wo sie herkommt, ist eine große Frage und unterschiedliche Meinungen gibt es dazu, zum Teil auch richtiggehend verrückte. Natürlich, wie alle Kulturen, war die griechische Kultur zunächst einmal eine orale Kultur. Das heißt, alles, was an kulturellen Tätigkeiten stattfand, wurde oral vermittelt und keineswegs schriftlich festgelegt. Und die kulturellen Tätigkeiten der Athener äußerten sich in Ritualen, in Festen um irgendwelche Götter herum. Es gab die Rhapsoden, die homerischen Lieder weitergetragen haben. Aber von einem bestimmten Punkt an änderte sich diese Sache, nämlich dadurch, dass die Schrift erfunden wurde. Die Schrift wurde in Griechenland und in Athen relativ spät entwickelt, nach dem phönizischen Alphabet. Und in dem Augenblick, wo die Schrift eingeführt wurde, wurde auch eingeführt, dass man die kulturellen Ereignisse regulieren sollte, dass man die ganzen homerischen Gesänge schriftlich festhalten sollte.
Die Stadtverwaltung schaltet sich ein. Per Sistatos hat angeordnet, dass alle diese verschiedenen kulturellen Tätigkeiten schriftlich festgehalten wurden, dass man Ordnung schafft, die Feste organisiert und festlegt. Und das ist so geblieben bis zum Schluss. Es wurde eigentlich, um ehrlich zu sein, wurde es immer schlimmer im Verlauf der Zeit. Nun stellt man sich das folgendermaßen vor. Es gab verschiedene Formen von kulturellen Äußerungen, habe ich schon gesagt, unter anderem auch Chorgesänge. Die Chorgesänge hatten zum Thema Hymnen, wie der Dithyrambus-Hymne an die Gottheit, zum Beispiel an Dionysos, aber auch Beschreibungen der Ereignisse der Stadt, immer um die Identität der eigenen Stadt und des eigenen Volkes zu wahren und abzusetzen gegen die Identität anderer Städte und anderer Völker. Und da gab es zum Beispiel diese Chorgesänge, die die Geschichte von Athen verherrlichten. Dein König, der die gründete, vielleicht war es Kekops oder Erechtheus, ich weiß nicht, der hat ein Monster besiegt und dadurch die Stadt Athen gegründet. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt, nach der Festlegung, mit der schriftlichen Festlegung der Ereignisse, kam man dazu, dass man einen Text aus diesem kollektiven Chorgesang herauslösen sollte, nämlich der König, der die Stadt gegründet hat, sollte einen Text sagen. Das hat aber sofort ein großes Problem geschaffen. Denn die Veranstaltungen, künstlerische Veranstaltungen, fanden auf Plätzen statt. Die Zuschauer standen herum um die Chöre oder um die Tänzer oder um den Rhapsoden, um den Vorleser, also den Geschichtenerzähler. Aber in dem Augenblick, wo aus diesem Chor heraustrat eine einzige Person, ein Protagonist, wie er später hieß, gab es ein optisches Problem. Man musste ihn ja irgendwie sehen, sonst wusste man ja nicht, wo er steckt. Solange er Vorsänger war, war es kein Problem. Er war Teil der musikalischen Veranstaltung. Und in diesem Augenblick tritt in die Geschichte ein der Name Thespis. Thespis, der seinen Karren erfunden hat. Vielleicht ist ihm das irgendwie mal zu Gehör gekommen. Der Thespis-Karren war nichts anderes als eigentlich eine Bühne. 2 Meter hoch ungefähr und obendrauf stand der Protagonist, der König, erzählte seine Texte. Das war auch kein Problem. Er brauchte einfach nur in die Runde sprechen und konnte so auch das ganze Publikum erreichen. Dann kam aber der Vorschlag, mal einen zweiten Protagonisten zu erfinden, nämlich den Drachen, der erledigt werden sollte. Der hatte das auch argumentiert und es plötzlich auf einmal standen auf diesem Thespis-Podest standen 2 Schauspieler. Die konnten auch noch einigermaßen regulieren, indem sie immer zu im Kreis herumgingen, sich gegenseitig nicht abdeckten und dementsprechend sichtbar blieben. Dann aber sagte man, es kam ein Vermittler dazu, eine dritte Person, ein dritter Schauspieler. Und da passierte das Problem, dass es so nicht weiterging. Denn 3 Schauspieler auf einem Podest decken sich ununterbrochen gegenseitig ab. Also mussten alle Zuschauer auf eine Seite sich verfügen. Auf dem Podest oder auf der Skene oder auf der Bühne blieben die Schauspieler. Der Chor war davor und wurde umgeben von dem Publikum. Und das ist ungefähr die räumliche Disposition der antiken Tragödie. Das Thema der antiken Tragödie war der Mythos, wie die allermeisten künstlerischen Hervorbringungen der griechischen Kunst, sei es musikalisch, sei es dichterisch oder sei es theatralisch. Und dieser Mythos hatte allerdings das Problem, in dem Augenblick, wo er in der oralen Kultur erzählt wurde, konnte man ihn jederzeit ändern oder konnte man Abwandlungen machen, konnte ihn anpassen an lokale Traditionen und so weiter. In dem Augenblick, wo er schriftlich festgelegt wurde, speziell im Theater, in dem Augenblick war das nicht mehr möglich. Und es fingen an auch Diskussionen darüber, ob das denn alles stimmt oder nicht stimmt. Man konnte kritisieren, man konnte dagegen sprechen. Das fand übrigens auch in den Tragödien statt. Das ist nur ein bisschen zu lange los. Dauert die ganze Zeit. Die Zeit, die mir zur Verfügung steht, reicht nicht aus. Als Hauptstück der Tragödie kann man die Orestie bezeichnen. Schon sehr früh fing die Stadtverwaltung an, alle die Feste zu organisieren und auch diese
Theaterveranstaltungen, die neu gegründeten und erfundenen Theaterveranstaltungen, wurden von der Stadtverwaltung so organisiert, dass jedes Jahr für die Dionysos-Festspiele drei Autoren den Auftrag bekamen, Theaterstücke zu schreiben. Und zwar eine Trilogie, drei Stücke an einem Tag und als viertes ein Satyrspiel. Dreimal drei Tragödien. Diese Tragödien konnten unterschiedliche Thematik haben, die drei Tragödien an einem Tag, konnten aber auch gemeinsame Themen haben. Und die Orestie ist die einzigst überlieferte Tragödie, die in drei Stücken dasselbe Thema behandelt. Welches war dieses Thema? Das Thema der Orestie ist die Krise, eine gewaltige, große Krise. Die Krise, die das politische und juristische System betreffen. Es galt selbstverständlich die Regel, dass der König oder der Tyrannos, wie es auf Griechisch heißt, die Machtposition hatte und dass das Gesetz, die juristische Tätigkeit bestand aus dem sogenannten Talon, das heißt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es musste jeder Mord oder jedes Verbrechen musste unbedingt gerecht werden. In der Orestie gerät dieses System, das politische und das juristische System, in die Krise. Und zwar deshalb, ich erzähle Ihnen ganz kurz den Inhalt der griechischen Tragödie. Das erste Stück, nämlich der Agamemnon, erzählt von den Leiden des 10-jährigen Kriegs gegen Troja. Die katastrophalen Zustände in der Stadt selber, weil nämlich der König selber gar nicht anwesend ist, sondern seine Funktion von einer Frau wahrgenommen werden. Es wird erzählt, dass der Agamemnon zurückkehrt, mit einer Geliebten übrigens, und dass er aus Rachegründen von seiner Frau Clytemnestra ermordet wird. Und dass diese Clytemnestra die Macht übernimmt und in den Palast zurückgeht, um dort weiter zu herrschen. Das ist das erste Stück. Das zweite Stück ist übrigens das erste Stück auch das Archaischste. Das heißt, der Chor spricht, ein Protagonist kommt, dann spricht der Chor wieder, dann kommt der nächste Protagonist, dann kommt wieder ein Chorlied, ein sogenanntes Stasimon und so weiter. Das Entscheidende von dem ersten Teil ist, dass der Chortext das Wichtigste ist, nämlich zwei Drittel des ganzen Textes ist Chortext. Alles geht aus dem Chor hervor, die ganze Geschichte wird erzählt von dem Chor und ohne ihn wird nichts geschehen. Darum ist es auch so wichtig, dass man diesen Chor genau versteht, weil er die inhaltlichen Elemente liefert, die die ganze Geschichte verständlich machen. Das zweite Stück ist ein ganz anderes. Das spielt nicht nur an einer Stelle, wie im Agamemnon, wo nur ein einziger, nämlich vor dem Palast, ein einziger Spielort ist. Es spielt an zwei Plätzen. Erstens mal vor dem Palast und dann am Grab des Agamemnon und dann vor dem Palast. Und das ist eine ganz andere Struktur. Es kommen psychologische Szenen drin vor. Es erzählt den Rachemord von Orest, dem Sohn von Clytemnestra, an seiner Mutter, um seinen Vater zu rächen, wie das Gesetz, das der Talon Auge um Auge jetzt befiehlt und auch Apoll von ihm verlangt. Das Problem ist nur, dass er, nachdem er diesen Mord vollzogen hat, leider nicht die Macht übernehmen kann, weil seine Tat überwächst ihn, ist für ihn zu wichtig. Er schafft es nicht. Er wird wahnsinnig und muss den Palast fliehen, aus dem er von den Erinien verjagt wird. Dementsprechend ist die politische Geschichte von Argos kaputt. Das heißt, es gibt keinen König mehr. Das dritte Stück zeigt nun, wie dieser Orest, dieser Sohn von Agamemnon, gejagt von den Erinien, die unbedingt ihn ins Verderben stoßen wollen, weil sie die Repräsentanten sind des Gesetzes Auge um Auge, Zahn um Zahn, wird von Apoll geschickt nach Athen, um dort irgendwie eine Lösung zu finden. Und in der Tat, er geht in der Tat nach Athen und dort, immer gefolgt von den Erinien, von den Rachegöttinnen, und dort trifft Athene ein auf den Chor. Du gewinnt den
Chor dazu und überredet den Chor dazu, eine andere Form von Gerichtsverhandlungen zu machen, als einfach nur Auge um Auge, Zahn um Zahn. Mit der berühmten Frage, warum hat er seine Mutter umgebracht? Das ist das Entscheidende der Gesetzgebung eigentlich bis heute. Dass man nicht einfach nur Auge um Auge macht, sondern fragt, warum, weshalb, was sind die Hintergründe? Wegen der Höflichkeit, die Athene dem Erinnern gegenüber als Ältere, sie repräsentieren ja die alte Ordnung, diese Höflichkeit, die sie bezeigt, gewinnt die Erinnern dazu, zu akzeptieren, dass eine andere Form von Prozess vorgenommen wird. Und in der Tat geschieht das. Es wird eingesetzt ein neues juristisches System, nämlich anonyme Richter hören sich die verschiedenen Argumente an von Verteidigung und von Anklage. Die Ankläger sind die Erinnern, der Verteidiger ist Apoll und die Vorsitzende ist Athene vom Gericht. Diese Demokratie, die dort eingesetzt wird, und darum handelt es sich nämlich, gerät leider Gottes in die Krise, weil der mit 12 Richtern besetzte Gerichtsrat 50-50 abstimmt und das System nicht funktioniert. Dementsprechend muss Athene von sich aus ihren Stein, also ihr Votum, für Orest einsetzen und kaum ist das geschehen, akzeptieren zwar die Erinien dieses Verdikt, aber sie sagen, jetzt halten wir uns aber an die Stadt und die werden von uns jetzt gejagt werden. Ihr habt ihn freigehen lassen, den Muttermörder. Und es kommt zu einem schweren Konflikt, Drohungen von Bürgerkrieg, von Unfruchtbarkeit der Frauen, von Nahrungsmangel, von Unwetter und weiß der Teufel irgendwas. Und im letzten Augenblick gelingt es Athene, zunächst mit nicht funktionierenden Drohungen, dann aber mit Besprechungen, mit Verführungen, mit Überredungen, Peito heißt übrigens diese Instanz, die Erinien doch dazu zu kriegen, sich in das neue System einbauen zu lassen. Und zwar als Furcht vor dem Gesetz. Das heißt, wer würde dem Gesetz folgen, wenn er keine Furcht hätte? Und das ist das dritte Stück. Sie sehen, es ist von einer großen, auch heute jederzeit nachvollziehbaren, inhaltlichen Bedeutung. Soweit die Orestie. Und nun kommen wir natürlich zu dem Stück, was der Roland Schiffer dann vortragen möchte, nämlich für die Perser. Die Perser ist das älteste Stück, das überliefert ist in der Geschichte der Tragödie, 472, und behandelt die Folgen, die die Niederlage der persischen Armee in Salamis in Persepolis ausgelöst hat. Das heißt, wir befinden uns nicht etwa im triumphierenden Athen, sondern im leidenden Persepolis. Und dort gibt es verschiedene Personen, deren Namen ich jetzt noch schnell erwähnen möchte. Übrigens hat Aischylos, der Autor, selber an dieser Schlacht, das habe ich glaube ich schon gesagt, an dieser Schlacht teilgenommen, die das Thema dieser ganzen Veranstaltung ist. In diesem Persepolis, die Perser, die reden ihre Götter mit griechischen Namen an. Das ist halt so, weil es ein griechischer Autor ist. Und wie schon gesagt, manchmal redet der Chor mit wir, manchmal redet er mit ich, weil es gibt wahrscheinlich einen Koryphäen dabei, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es vollkommen egal, ob das ich oder wir heißt. Und die Hauptperson, die dort vorkommen, ist der Geist des Dareios. Dareios ist der Vater von Xerxes, der selber in Marathon gekämpft hat, mit Erfolg natürlich. Und Atossa, die Frau von Dareios, die jetzt eine Witwe ist. Und natürlich der Sohn Xerxes, der die Schlacht von Salamis verloren hat. Und jetzt bist du dran, Roland. Danke.
was tun? Warten. Was sonst? Wir sind der Ältestenrat der Perser, die es nach Griechenland zog. Wir sind die Wächter des Königshauses, das an Goldschätzen reich ist. Xerxes hat, unser König selbst, jüngster Sohn des Dareios, uns nach Rang und Alter ins Kabinett geholt, um Aufsicht zu führen über sein Reich, so und nicht anders. Doch jetzt, wartend auf die Rückkehr des Königs und seiner goldprangenden Streitmacht, klopft das Herz uns im Brustkasten wie wild. Weil es, wie soll ich sagen, Unerwartetes nicht ausschließt. Unerwartetes? Sind da nicht alle Söhne in Waffen draußen, Asiens ganze Kraft? Kein Bote zu Fuß lässt sich hier blicken, kein Berittener in Susa, der Hauptstadt der Perser. Uns in Susa hinterließen sie schutzlos, wie Agabatana und all die anderen Städte. Zu Pferde die einen, auf Schiffen die anderen, und viele im Fußmarsch, unendlich langsam, in dichter Ordnung, ging sie, die große Armee. Auszogen viele, selber Könige und ihre Generäle, lehenspflichtig unserem König und Führer, Großkönig Xerxes, und sie stürmten voran mit Gebell, Gebieter des Heeres, die Meister im Bogenschießen, die besten Reiter. Ein Anblick zum Fürchten, ja. Bestens ausgebildet unsere Soldaten, zu Fuß und zu Pferd und das Neue. Auch auf Schiffen, kaum abzuschätzen wie viele. Und die vom Tmolos, vom heiligen Fluss, prophezeiten, und morgen gehört uns ganz Hellas. Ja. Das Morgen ist lange her. Wehe der Hybris, wehe dem Hochmut. Dann folgten die aus Lydien, eine verwöhnte Bande. Aus jeder Ecke Asiens rief sie der König herbei. Kolonnen waren's. Die Blüte Persiens, die uns verließ, um sie bangt in Sehnsucht das Land, das sie nährte. Eltern, Frauen, Bräute, die Tage zählend, quälen sich durch die Zeit. Denn eingedrungen längst ist das persische Heer des großen Königs ins Nachbarland. Nicht zu glauben, dort, wo das Meer verengt ist, auf Flößen zur Brücke verteut, überschritt es das Meer, den Hellespont, beispiellos. Von zwei Seiten, vom Land und vom Meer, die Welt zu erobern, treibt der jugendlich unbändige Herrscher der Vielvölker Asiens die gigantische Kriegsmacht. Überlegt mal einen Marschweg übers Wasser aus verteuten Pontons von einem Kontinent zum anderen Kontinent. Hervorragend. Warf unsere Streitmacht über den Hellespont als Joch auf den Nacken des heiligen Meeres. Was, wenn trugsinnet die schmeichelnde, die blendende Athe? Wer entwirrt in Verblendung ihr Fangnetz, aus dem kein Gezappel mehr hilft? Seit undenklichen Zeiten hat das Schicksal die Moira den Persern aufgebürdet, Kriege zu führen, wann immer es sei, wann immer es angebracht, fremde Türme niederzureißen, das Zertrümmern der Städte. Flammenden Blickes, ein tödlicher Drache mit vielen Armen und vielen Schiffen, treibt Xerxes den syrischen Wagen an, führt er den bogengewaltigen Kriegsgott Ares gegen ein Kleinvolk, berüchtigt im Speerkampf. Doch niemand ist so erprobt in Tapferkeit, lange standzuhalten dem Strom unserer Helden. Kein Deich hält auf Dauer die Welle des Ansturms zurück, keiner entgeht ihm, dem gewaltigen persischen Heer, denn kühn bis ins Herz sind seine Krieger. Und doch, wenn die schmeichelnde Arte durch lockenden Schein Verblendung und Scheitern im Fangnetz bereitet, mein Herz jedenfalls quält sich, schwarz umhüllt, ottototoi, wehe, welche Nachrichten vom persischen Heer die Stadt erreichen wird. Weiß man's? Susa, das Mächtige, all seiner Söhne beraubt? Ottototoi, beschwören wir's nicht.
Von Tränen durchtränkt ist das Bettzeug vor Sehnsucht nach Ehemann, Bräutigam oder Sohn. Einen der Krieger der Ungestümen hat draußen im Feld jede persische Frau. Ja, das ist die Lage daheim. Doch ich frage, wie steht es um unseren König? Trug uns die Waffe des wuchtigen Bogens den Sieg ein? Hat sich die Lanze des Feindes speerköpfig durchgesetzt? Die Debatte wird unterbrochen. Glanzvoll kommt in ihrem Wagen Atossa, die Königinmutter, prächtig gekleidet mit elegantem Gefolge. Die Alten werfen sich demütig nieder zur Begrüßung, küssen den Boden, erheben sich. Und Atossa spricht: Seid auch ihr gegrüßt, ihr würdigen Männer. Von euch, ihr Ältesten, erwarte ich Ideen, erwarte ich Beratung. Denn Sorge frisst mir am Herzen. Zweierlei umkreist mein Gedanke. Erstens, was wird aus Reichtum, den niemand beschützt? Keiner wird ihn mehr achten. Denen, die nichts besitzen, leuchtet der Glanz der Begüterten bald nicht mehr ein. Und ohne Schutz seit dem Feldzug stehen die Mauern der Stadt. Zweitens, heimgesucht werd ich von mancherlei Träumen im Schlaf, seit mein werter Sohn das Kriegsvolk gerüstet auszog, in Schutt zu legen, das Land der Ionier, der Griechen. Höret und deutet am Schluss. Niemals schärfer sah ich die Traumbilder als letzte Nacht. Zwei sehr schöne große Frauen, die eine im Dorischen, im Griechischen, die andere im Persischen Gewand. Schwestern aus demselben Stamm, die eine wohnt in Griechenland aus Zufall, die andere aus Zufall bei uns den Barbaren. Ich sehe, sie geraten in Streit, Xerxes besänftigt sie, legt ihnen ein Joch auf den Nacken und schirrt sie vor seinen Wagen. Die eine fühlt sich geehrt, lässt es stolz sich gefallen, die andere bäumt sich auf, zerreißt das Zaumzeug, zerbricht das Joch. Xerxes stürzt und liegt am Boden. O Zeus, Dareios, sein toter Vater wird Zeuge der Peinlichkeit, und Xerxes, kaum sieht er den Alten, reißt sich in Fetzen vom Leib das Gewand. Weiter träumend träumte mir, ich sei erwacht und leibhaftig erschrocken, eilt ich ein Opfer zu bringen dem rettenden Dämon, da seh ich einen Adler zum Opferstein fliegen, seltsam auf der Flucht vor dem Falken, der Adler. Der Falke zerfleischt ihm das Haupt und es bleibt wehrlos der Adler. Nun deutet: Ihr wisst doch, mein Sohn, geht es gut aus, kehrt als Sieger er heim, groß wird man ihn feiern. Verliert er den Krieg, ist er dem Staat keinerlei Rechenschaft schuldig, kehrt er selbst nur heil wieder, die Herrschaft behält er so und auch so. Was, Landesmutter, auch immer uns einfällt dazu, du sollst nicht verstört sein, noch sollst du Hoffnung schöpfen zu viel. Sieht sie auch böse aus, deine Vision, begegne den Göttern mit Ehrfurcht, flehe sie an, es abzuwenden, das Unheil, bitte Dareios, den du im Traum gesehen, er soll von da unten nur Gutes senden ans Tageslicht, dir und dem Sohn. Wenn wir, was du an Vorzeichen sahst, richtig gedeutet haben, geht für dich alles gut aus, so oder so oder so. In bester Absicht gewiss hast du, erster Deuter meines verwirrten Traums, diesen Spruch erteilt, meinem Sohn wie dem Königshaus. Mag es geschehen, das Gute, so sei es. Nur eins noch, Freunde. Wo um Himmels Willen liegt dieses Athen? Weit, sehr weit, weit im Westen. Dort, wo Helios, unser aller Herr, die Sonne versinkt. Und mein Sohn ausgerechnet greift nach so entfernter Stadt? Haben wir diese besetzt, ganz Griechenland wäre unser,
so und nicht anders. Und was hat es zu bieten, das Land? Sind sie dort reich? Silber, das ist ihr Bodenschatz. Davon birgt ihre Erde mehr als genug. Sind ihnen der Pfeil und der Bogen bekannt? Verstehen sie die Waffe zu führen geschickt? Das nicht. Doch haben sie Lanzen und tragen Schilde im Falle des Nahkampfs. Und wer ist ihr König? Wer beherrscht das Land und erteilt die Befehle? Niemandem untertan sind sie. Bitte was? Weder als Sklaven noch als Vasallen. Wie wollen sie standhalten dann dem Gegner, der in ihr Land drängt? Marathon, so wie damals, als Dareios großes und stolzes Heer hört. Psst. Ihr Städte Asiens, ein Bote scheint's, Nachrichten, oder hört, Land der Perser, du stattliches Obdach des Reichtums. Mit einem Hammerschlag ist das alles zerstört. Wohlstand, die Blüte Persiens, zertrampelt, verwelkt. Schrecklich, schrecklich, als Erster den Schrecken zu melden. Wer nimmt mir das ab? Was bringst du? Das ganze Unglück. Hier ist es. Das Heer ging zugrunde, vernichtend geschlagen ist unser Barbarenheer. Zugrunde, jämmerlich ging die Kriegsmacht ganz. Nein, nein, nicht das, nicht das. Ich allein, unverhofft, muss die Heimkehr erleben. Also doch, ihr Perser, jetzt gilt es zu weinen, das Elend ist da. Die Flotte, Schiff gegen Schiff, ich war Zeuge. Die Bogen, gar nichts hielt stand, vom Ramsporn besiegt, Blut. Wasser, die Männer in aufgeblähten Mänteln, festgebissen in den Gesichtern. Die Bilder, sie jagen mich. Ein Schlachten war es, nicht eine Schlacht zu nennen. Nein, 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 nicht etwa Geschwätz, keine Märchen erzähle ich. Nein, ich war wirklich dabei. Nimm dich zusammen, Bote, Atossa greift ein. Dies, unser Elend, ist mehr, als sich aushalten lässt, größer als alle Fragen. Doch Not muss ertragen lernen, der Mensch kommt sie von Göttern gesandt. Reiß dich zusammen also, sprich klar, enthüll uns die ganze Summe des Unglücks. Dein Bericht, ich brauche ihn. Wer ist dort, der nicht tot ist? Komm zu dir. Wer, den Kommandostab haltend, verließ seinen Posten, tödlich getroffen? Herrin, Xerxes lebt. Der sieht noch das Sonnenlicht. Oh, ein Lichtblick ist, was du sagst, für mein Haus. Einen Glücksstrahl birgt es, bringt es in die düstere Nacht. Sag, was du musst, klar und bestimmt. Das tut der Bote auch. Er zählt zunächst auf die lange Liste von 18 verdienten und prominenten gefallenen Kommandeuren, namentlich, gründlich, samt ihrer Heldenbiografien bis zum bitteren Ende. Dies ist der Verlust, Herrin. Doch es ist erst der Anfang. Ai. Ai, sag es mir frei heraus, wie viele Schiffe standen auf griechischer Seite, dass sie den Kampf mit dem Perser erwagten? Überlegen an Zahl. Natürlich hätten mit unserer Flotte siegen müssen wir, die Barbaren. Die Griechen stellten doch nur 300 Schiffe zur Schlacht, weitere 10 als Reserve. Doch Xerxes, das weiß man, bot mehr als 1000 auf, dazu 207 besonders schnelle. Das sind die Zahlen, ja, die Zahlen, das aber war's nicht, was die Schlacht entschied. Nein, ein Dämon drückte die Waagschale nieder mit ungleichem Maß. Die Götter schützten die Stadt der Pallas Athena und unser Heer ging unter. Wer begann die Seeschlacht, berichte, die Griechen oder mein Sohn, der so stolz war auf seine zahlreichen Schiffe? Herrin, es war eine rächende Macht, irgendein zorniger Dämon, wer weiß woher, der uns den Fußtritt zum Untergang gab. Doch hört, hört, ein Grieche kam heimlich aus dem Athena her zu Xerxes und teilte ihm mit,
Bei Anbruch der Nacht würden die Griechen ihre Stellung verlassen, heimlich die Ruderbänke besetzend, wollten ihr Leben sie retten durch Flucht. Und Xerxes, kaum informiert, keine Witterung von der List der Griechen, taub gegen die Bosheit der Götter. Kurzerhand den Flottenführern gab er Befehl. Sobald, nach dem letzten Strahl der versinkenden Sonne, werdet ihr die Schiffe in dreier Reihen euch ordnen. So werden die Auswege blockiert bis zur letzten meerdurchrauschten Passage. Entkommen die anderen jedoch beziehen um die Insel des Ajas Stellung im Kreis. Entkommen sie dennoch die Griechen auf heimlichen Hinterwegen, büßt, das verspreche ich euch. Jeder Befehlshaber mit seinem Kopf. Das selbstgewiss war sein Plan, weit ab von göttlicher Taktik. Und kaum war es Nacht, da waren sie alle an Bord und zogen die Ruder leise und stetig durch salzige Flut, die ganze Nacht durch, her und hin durch die Meerenge, so lang wie ein Leben nur der Befehl: Rudern, rudern, rudern. Dann kam die Morgendämmerung. Nichts von Flucht bei den Griechen drüben. Doch kaum hatte auf weißen Fohlen der Tag sich aufgebäumt strahlend, von drüben, drüben, Triumphgeschrei, Geschrei und rings von den Felsen das Echo. Angst, Angst ergriff, hinters Licht geführt, uns Barbaren, als die Griechen das Kriegslied anstimmten, zum Angriff entschlossen, und schon war ihre Streitmacht in Sicht. Voran ging der rechte Flügel, straff angeführt in geordnetem Vormarsch. Nach ihm folgte das Gros der Flotte, und schon traf lauter Zuruf das Ohr: Söhne der Griechen, befreit das Vaterland, befreit Weib und Kind, die heiligen Tempel, die Ahnengräber, alles steht auf dem Spiel. Da erst waren auch wir so weit. Tumult, jetzt wurde auch Persisch gebrüllt. Tumult, die Griechen setzten auf Tempo, ruderten gezielt in unsere Reihen. Sogleich schlug Schiff in Schiff den erzenen Ramsporn. Zuerst hielt unsere Flotte auch stand, doch als die Schiffe zuhauf in der Enge einander verkeilten und mancher Ramsporn die eigenen traf, kamen die Ruderreihen in Not. Die Griechen, flink und berechnend, kreisten uns ein, bohrten sich in die Seiten unserer Schiffe, die kenterten, trieben Kiel oben. Überall Wrackteile, blutige Körper, kaum war das Meer zu sehen, so zugedeckt von Trümmern und von Menschenleibern. Blut in aufgeblähten Mänteln, die Männer festgebissen in den Gesichtern, die Fische, Bilder, entsetzlich. Bevölkert von unseren Toten war auch bald die Küste ganz und jedes Felsenriff. Für den Rest unserer Flotte in wirrer Flucht gab es nur einen Schrei: Weg, weg. Doch als wären wir Thunfisch, ein Schwarm in Panik, hieb mit den Rudern und stocherte mit spitzigen, zerbrochenen Planzen der Feind auf die unsrigen, haute ihnen die Rücken durch. Wehgeschrei lief, Geheul wie Schauer über die Wellen, bis die Nacht die Szene verschluckte. 10 Tage reichten nicht aus, wollte ich alles berichten, wie du verlangst, Herrin. Nur dies sollt man wissen: Niemals starben an einem einzigen Tag so viele Menschen in so kurzer Zeit. Und glaub mir, kaum ist die Hälfte der Leiden damit benannt, ein zweiter Schicksalsschlag. Berichte. Da liegt eine Insel, Salamis, klein, ein gefährlicher Ankerplatz. Nur Pan geht, der reigenliebende Gott, dort am Steilufer um. Dahin orderte Xerxes unsere Edelleute zum Schutz, die er vor den Kämpfen bis jetzt schon hatte verschont. Doch der Plan ging nicht auf. Kaum hatten die Götter den Griechen
in der Seeschlacht den Sieg zugespielt. Noch am selben Tag haben sie die Insel eingekreist, die Griechen dicht genug, dass kein Ausbruch mehr möglich war, den Persern. Im Hagel von Steinen zerschmettert, von geschleuderten Lanzen durchbohrt, die nächsten Toten zuhauf. Mit Schlachtgebrüll stürmten die Griechen heran, zogen den Kreis enger und enger und hieben auf Arme, Beine in Stücke zerhackend die Leiber, bis alles Leben zerstampft. Xerxes stöhnte laut auf beim Anblick des Abgrunds. Sein Thronsitz, von dem er das Heer überblickte, zerriss. Laut heulend gepeinigt er den Umhang des Feldherrn. Gab irgendeine Order noch dem Fußheer? Sie sollte noch, ich hörte es nicht. Er selbst türmte dann kopflos davon. Jedes der Schiffe, noch halbwegs heil, sah zu, dass es wegkam, in wirrer Flucht, je nach Fahrtwind. Ich heftete mich an einen der Fußtrupps. Der zog sich zurück nach Böotien. Dort kamen die einen um vor Durst, dicht bei den Wasserlöchern. Wir anderen in Atemnot ausgepumpt schlugen uns durch bis nach Phokien, zu den Dorern, zum Golf von Melis, wo das Land fruchtbar ist. Weiter ging's nach Magnesia, durchs Makedonierland, durch das sumpfige Dickicht am Bulbesee, hinauf zum Pangaios, ins Land der Edonier. In dieser Nacht entfesselte ein Gott einen Kältesturz. Verfrühter Winter, der Vogeltöter brach ein. Unsere Kleidung fiel zu leicht. Der heilige Strymon fror zu, in voller Breite allmählich. Manch einer, den Göttern nie hörig, wurde ganz zart und flehte Himmel und Erde an, demütig plötzlich in heißen Gebeten. Nach klirrenden Nächten endlich riskierten wir es, den Marsch übern Fluss. Doch nur wer vom Morgen den Strom überquerte, ist noch am Leben, denn Sonne brannte mit flammendem Strahl auf das Eis, bis sie schmolz, die Passage. Wir Überlebenden, wenige verloren uns aus den Augen. Ich schlich durch Thrakien, einsam, mehr tot als lebendig, und erreichte die Heimat. Wer von den Fußtruppen noch lebt, etwa bloß durch Europa irrt oder in Kämpfe noch verwickelt? Ich weiß es nicht, wie denn auch. Manches blieb ungesagt. Trauern nur muss jetzt die Stadt der Perser. Trauern um die Jugend, um ihre Jugend. Dies ist die Wahrheit. Ganz Asien trauert zu dieser Stunde. Ein weithin entvölkertes Land. O grausamer Dämon, mit voller Wucht hast du dich uns, dem Perservolk, in den Nacken gesetzt. Trügerisch war eure Deutung meines Traums, ihr Alten. Dennoch, ich will anflehen und opfern den Göttern. Zu spät, ich weiß, denn das Unheil trat ein und ist schon Vergangenheit. Mag sein, dass die Zukunft Besserung bringt. Atossa geht ab mit dem Boten und allem Gefolge, ruft noch einmal zurück: Wenn mein Sohn hier erscheint, sprecht ihm gut zu, geleitet ihn zum Palast, dass er sein Leid nicht noch größer macht, als es wahrhaftig schon ist. Xerxes hat uns geführt. Wehe, Xerxes hat uns ins Nichts geführt. Wehe, Xerxes hat unklug alles mit seinen Schiffen zunichte gemacht. Warum nur konnte Dareios einst sein Volk so weitsichtig führen?
Stöhnet nur, knirscht mit den Zähnen, bis es zum Himmel heult unser Leid. Erhebe die Stimme vor Schmerz im lautesten Klagegesang, denn zerrieben im Rhythmus der Brandung wurden sie, unsere Helden. Abgenagt bis auf die Knochen von der stimmlosen Brut der unruhigen See. Das Haus betrauert den Erben, die Eltern der Söhne beraubt, uralt jetzt, seit sie es kennen, ihr Schicksal in vollem Maß. Nicht lange mehr wird man in Asien der persischen Satzung sich beugen, nicht länger Tribute entrichten unter dem Druck der Gebieter, nicht länger zur Erde sich werfen, in Demut und Weisung empfangen. Keiner wird mehr in den Staub sich beugen. Gestürzt ist des Großkönigs Macht. Niemand mehr wird jetzt scheuen die offene Rede. Das Volk, wenn kein Joch mehr drückt, wird man es meutern hören, befreit. Denn fern von hier birgt, vom Meer umspült, die Insel des Ajas, in blutdurchtränkter Erde, was einmal Persien war. Die Königinmutter kommt zurück mit Dienerin, zu Fuß diesmal ganz ohne Pracht, um den Geist des Dareios, den Vater ihres Sohnes, mit Trankspenden und Früchten des Feldes aus dem Jenseits zu rufen, begleitet mit drei beschwörenden Liedern vom Chor. Lasst uns laut kreischend herausschreien das ganze Elend, damit es tief eindringt ins Erdreich. Hört uns da unten denn einer? Als Dareios Geist tatsächlich aus dem Hades auftaucht, verschlägt es den Alten vor eingeübter Demut und verschreckt die Sprache. Also übernimmt Atossa nach angemessener Begrüßung die Kriegsberichterstattung, die wir durch den Boten schon kennen. Daraufhin verteilt Dareios scharf das jugendschnelle Handeln seines Sohnes. Allen Reichtum und Wohlstand, den eine generationenlange Ahnenkette und er, Dareios, mühsam aufgebaut hatten, wähnt er durch seinen Sohn in Gefahr. Und die Zeit zum Rachefeldzug gegen Hellas sei, laut des unfehlbaren Orakels der Götter, längst noch nicht reif gewesen. Das habe Xerxes in seinem Hochmut wissentlich in den Wind geschlagen und vor allem habe er als Sterblicher in seiner Hybris sich angemaßt, mit der Allmacht von Göttern zu spielen. Das könne nur ein Geisteskranker sich trauen. Nämlich durch die Überbrückung des Bosporus am heiligen Hellespont ermächtigte er sich die Natur, respektive das Meer, das heißt den Meeresgott Poseidon, unter ein Joch zwingen zu wollen. Man dürfe nicht alles tun, was möglich scheint. Atossa, die Mutter, versucht, den gemeinsamen Sohn zu entlasten. Xerxes Berater und sein ganzes Umfeld habe ihn fortwährend aufgestachelt und ohne Zögerei die Niederlage von Marathon zu rächen. Sei ein Vater, sei ein Mann wie dein Vater, anstatt im Hause mit der Waffe nur feige zu spielen wie ein Knabe. Mit männlicher Faust sei Griechenland zu unterwerfen. Bis, weichgeklopft endlich, Xerxes allen Königen Persiens befahl, mobil zu machen, um mit circa 100.000 Mann in den Krieg zu ziehen. Jetzt traut sich auch der Ältestenrat aus der Reserve. Dareios wird antworten, mahnend, hellsichtig, prophezeiend. Was tun, Dareios, o König? Wie können wir, da dies erfolgte, am besten noch bestehen als der Perservolk? Niemals brecht Kriege vom Zaun gegen Griechenland, egal wie stark man sich glaubt. Kaum ein Soldat des Heeres, das immer noch dort marodierend in Hellas
schafft es zurück in die Heimat, ans schützende Ufer. Jetzt, wie es aussieht, lässt mein Sohn, euer König, die Reste des Heeres, die Fußtruppen, zurück in Europa, von heimtückischer Hoffnung verblendet auf Endsieg. Das Schlimmste aber werden sie dort noch erleiden, die Vergeltung. Rache für Hochmut und Frevel für die Kränkung der Gottheiten. Denn in Hellas, sofort nach dem ersten Überfall auf Athen, hatten sie planlos geplündert und böse gewütet, mit Schändung von Götterbildern und Tempelbrand. Altäre wurden zertrümmert, die Statuen der göttlichen... Was? Feierabend? Noch nicht. Rache für Hochmut und Frevel für die Kränkung der Gottheiten, denn in Hellas, sofort nach dem ersten Überfall auf Athen, hatten sie planlos geplündert und böse gewütet, mit Schändung von Götterbildern und Tempelbrand. Altäre wurden zertrümmert, die Statuen der göttlichen Daimonen, kopfüber von den Sockeln gestürzt, zerschlagen mit roher Verachtung. So viele Übel bringend werden sie schlucken müssen, so viele, eher noch mehr. Oh, es wird reichlich geben für alle. Ein Jahr noch, und ein gewaltiges Blutbad wird kommen, dort bei Platäe. Zeus, denk daran, ist ein großer Erzieher. Mit schwerer Faust rückt er den Schädel zurecht. Mein Sohn ist gewarnt jetzt, deshalb ihr, setzt ihm zu mit Vernunft. Du aber, Mutter des Xerxes, ehrwürdige Alte, zieh dein schönstes Kleid an, mach dich bereit, ihn zu treffen, den Sohn, besänftige ihn, wenn er rasend vor Schmerz seinen Mantel zerreißt. Sprich ihm gut zu, dich allein mag er noch hören. Lebt wohl, ihr Alten, freut euch selbst noch im tiefsten Leid des Tages, solange ihr könnt, den Toten nützt Reichtum nichts. Der Schatten des Dareios ist verschwunden. Atossa geht in den Palast, dem Rat ihres Gatten folgend, sich auf Xerxes Heimkehr vorzubereiten. Der Chor singt Loblieder auf den König Dareios, singt Hymnen über die ruhmreich glücklichen Zeiten unter seiner klug mächtigen Regentschaft, der dem Riesenreich viele Städte einverleibt hatte. Auch habe er diesen Völkern ein mitunter durchaus gutes Leben aufgezwungen. Durchdringender Schrei, Xerxes tritt auf mit zerfetztem Königsmantel und leerem Köcher. Er beschuldigt den Daimon, der ihm feindlich gewesen sei. Es schreit drinnen im Leib mir das Herz. Der Chor stimmt in die Klage ein, beschuldigt aber zunächst den König schwer, was Xerxes nur dem Daimon anlasten will, bis er den Chor anfeuernd und verzweifelnd und selbstbezichtigend kräftig unterstützt und er quasi im Klagechor der Alten aufgeht, verschwindet. Und was sich jetzt erlebt, ist, was jetzt stattfindet, ist kaum zu beschreiben. Jetzt entlädt sich sozusagen ein getanztes Wehklagen, ein optisches und akustisches, einziges sich steigender Schrei. Ein von den Griechen orientalisch gemeintes Hinausheulen der Schmerzen, der Selbstgeißelung mit Kleiderzerfetzen, Brustzerkratzen, Rausreißen von Bart und Haar, immer wieder sich gegenseitig anfeuernd im orgiastischen Jammergebrüll unter heftigsten Beugungen, Arme hochreißen und so weiter. Eine Orgie exotischer Maßlosigkeit, dem griechischen Zuschauer eigentlich ein ethischer Schrecken, den er voyeuristisch genießt. Das Chaos, sprachlich, musikalisch und choreografisch, ist präzise geführt, entwickelt sich zu dem Abgangsparodos, dem Exodus des Chores, analog zum Eingangsparodos des Chores, mit dem Auftritt. In beiden Fällen sozusagen ohne König, einmal ganz ohne, jetzt mit vereinnahmten König. Das Ensemble bewegt sich, laut Regieanweisung des Autors, mit kurzen, schnellen, das heißt doch wohl, mit tänzerischen Schritten ab. Verschwindet, wir sind ja im Freilichttheater,
hinter der Bühne in Richtung Stadt, könnte man denken, bis ihre Schreie in der Ferne verwehen. Das waren die Perser. Die Orestie wird eröffnet mit den letzten Minuten einer 10-jährigen Wartezeit. Auf dem Dach des Königshauses in Argos beobachtet der Wächter, auf ein Zeichen wartend, den Nachthimmel. Sitzend oder auf- und abgehend, um nicht einzuschlafen, klagt er jede Nacht mal über das Königshaus, das nicht mehr so gut wie früher verwaltet wird. Mal spricht er mit sich selbst oder zu den Sternen. Längst kennt er sie alle und ihren Verlauf. Er fleht, vielleicht schon routiniert oder resigniert, zu den Göttern um das Ende des Wachdienstes. Änderung, Änderung, ich will eine Änderung. Die Götter bitte ich um eine Änderung hier oben auf dem Dach. Auf dem Haus der Atriden liege ich wie ein Hund, Jahr um Jahr, Nacht um Nacht. Auch jetzt halte ich Ausschau nach dem verabredeten Fackelzeichen, nach dem Feuerschein, der aus Troja Nachricht bringt, bringen und die Eroberung der Stadt verkünden soll. So hat es die Frau angeordnet, die mit männlicher Entschlusskraft und voll Zuversicht im Hause herrscht, seit der König Troja belagert. Änderung, jetzt soll sie kommen, die Götter bitte ich um eine Änderung. Träum ich, jetzt will sie kommen, die Änderung, jetzt soll die Änderung kommen. Komm, gute Nachricht, komm, Feuer, zeig dich in der Finsternis, erschein uns. In der Nacht, das ist mein Zeichen für die Frau des Agamemnon. Träum ich, wach ich? Auffahren soll sie vom Lager und im Haus den Ololykmos, den Freudenschrei, den Jubelruf, erschallen lass. Ololololololololo, um diesen Fackelschein, diese leuchtende Nachricht zu begrüßen, denn Troja ist gefallen. Das Feuersignal zeigt es an, deutlich strahlt es herüber. Der Wächter verschwindet, um der Frau des Herrschers die Siegesnachricht zu vermelden. In aller Frühe bringt Klytämnestra mit den Frauen des Hauses Dankopfer dar. Der Chor der alten Männer versteht nicht ganz, was los ist. Er ist irritiert, rätselt. Sie erinnern sich jetzt an damals in langen, schönen Passagen. Dies ist nun das 10. Jahr, seit die Trossen der Schiffe in den Sand rauschten und die Flotte nach Ilion aufbrach, Griechenland. Klytämnestra erscheint schließlich. Wir ehren und anerkennen deine Macht, Klytämnestra, weil es recht ist, den Herrscher in seiner Frau zu ehren, wenn der Thron des Mannes leer steht. Hast du geopfert, weil du gute Nachrichten empfingst oder weil du auf gute Nachrichten hoffst? Ein altes Sprichwort sagt, nach dunkler Nacht bringt Morgenrot uns gute Nachricht. Hört und freut euch, unsere Hoffnungen sind übertroffen, Troja ist gefallen. Der Chor ist erschüttert, einige weinen. Er mag die freudige Nachricht aber auch nicht richtig glauben. Er will mehr wissen. Wann ist die Stadt zerstört worden? Wann ist Troja gefallen? Wann? Heute Nacht. Das muss ein schneller Bote gewesen sein. So schnell ist kein Bote. Es ist unmöglich, ist falsch. Wie kannst du es dann schon wissen?
Am hohen Ida flammte ein Feuer auf und schickte seinen Glanz von Feuerzeichen zu Feuerzeichen im Fackellauf hierher nach Argos, von Berggipfel zu Berggipfel. Es folgt Klytaimnestras genaue Charakterisierung jedes einzelnen der 8 Feuer von der jeweiligen Bergstation. Vom Ida über 7 weitere Großfeuer gelangt das Lichtsignal bis zum Berg Arachnaion. Von da fiel das Licht auf das Dach, auf das Haus der Atriden, in gerader Linie ein Abkömmling des Feuers vom Ida. Dies Zeichen, das mein Mann von Troja mir nach Argos sandte, ist der Beweis, den ihr von mir verlangt hat. Der Chor tief beeindruckt, aber ich weiß nicht, hat er nicht ganz verstanden oder ist er skeptisch? Er bittet um die Wiederholung dieser schönen Worte von Klytaimnestra. Sie aber überrascht, wie man heute sagt, mit einer Einschätzung der Situation in Troja. An diesem Tag, zu dieser Stunde, sind die Achaier Herren in Troja. Mir scheint ein wirrer, misstönender Schrei hallt aus der Stadt. Gieß Essig und Öl in den gleichen Krug, sie bleiben unvermischt einander Feind. So zwiespältig klingen die Stimmen der Besiegten und der Sieger, zwiespältig wie ihr Schicksal. Die einen haben sich über die Leichen ihrer erschlagenen Männer, Brüder, Söhne und Väter geworfen, und es sind schon Sklaven und Geknechtete, die da das Los ihrer Lieben bejammern. Die anderen irren durch die Nacht, erschöpft nach der Siegesschlacht und ausgehungert suchen, was noch essbar ist in der Stadt. Sie plündern planlos, ohne Ordnung, jeder, was ihm das Glück gerade in die Hände spielt. Schon hausen sie in den eroberten Palästen. Raureif und Nässe unter freiem Himmel quälen sie nicht mehr. Und unbewacht und so, als wären sie glücklich, durchschlafen sie die ganze Nacht. Wenn sie die Schutzgötter der Stadt ehren, wenn sie die Heiligtümer des besiegten Landes achten, dann vielleicht brauchen aus den Siegern nicht unbedingt Besiegte zu werden. Wenn nur nicht Beutegier vorher das Heer befällt, wenn nur nicht Gewinnsucht die unseren zu gesetzlosen Plündern verführt, und bräche das Heer auch auf, ohne die Götter zu verletzen, so schläft doch das Blut der Erschlagenen nicht, wenn nicht ein anderes Unglück noch geschieht. Das ist es, was ich, eine Frau, euch sage. Das gute Siege, klar und unzweideutig. Ich wünsche mir nichts sehnlicher. Frau, du sprichst wie ein Mann, verständig und klug, weise und besonnen. Was du uns sagst, klingt glaubwürdig. Dein Beweis hat uns überzeugt. Wir machen uns bereit, die Götter anzurufen. Dank ist das Mindeste, was wir ihnen schuldig sind. Klytaimnestra geht und nach den Gottesanrufungen des Chores wird debattiert. Misstrauen macht sich breit, ob die Feuernachricht überhaupt sicher sei oder nur ein Fake ist. Sie sagen, wird die Nachricht widerrufen, fällt es in sich zusammen. Unter Frauenherrschaft wird das Gute gefeiert, bevor es eingetreten ist. Allzu leicht, allzu schnell lässt sich Weiberverstand überrennen. Allzu leicht vergeht, was Frauen verkünden. Ich sehe vom Strand einen Herold kommen. Ölbaumzweige kränzen sein Haupt. Jetzt ein kleiner Leckerbissen für die Peter Stein-Fans. Die Siegesnachricht. Was ist los? Schwer wiegt die Stimme der erbitterten Bürger. Gefährlich ist der Volkszorn. Das Volk verlangt Buße. Wer sie nicht zahlt, verfällt seinem Fluch. Wer den Volkszorn nicht achtet, verfällt seinem Fluch. Mir bleibt die Sorge zu hören, was die Nacht verbirgt. Meine Sorge will nicht weichen, will nicht hören, was die Nacht verbirgt. Denn Völkermord,
versehen die Götter nicht. Der Völkermörder steht unter den Augen der Götter. Und die schwarzen Erinien führen ihn, dem Glück zuteil wurde, wieder das Recht, endlich ins Unglück. Wenden sein Leben, verzehren seine Kraft, stürzen ihn ins Dunkel, ins Reich der Schatten, rettungslos. Übermäßiger Ruhm ist gefährlich, denn leicht fährt Zeus der Blitz aus den Augen. Ein mäßiges, neidloses Glück vor. Ich möchte kein Städtezertrümmerer sein. Ich möchte kein Sieger sein. Aber selbst will ich auch nicht besiegt werden und mein Leben in Knechtschaft verbringen müssen. Nein, ich möchte kein Sieger sein. Ich will kein Städtezertrümmerer sein. Aber besiegt werden? Andererseits will ich auch nicht. Kein Städtezertrümmerer. Das Leben in Knechtschaft verbringen. Sieger? Das möchte ich auch nicht. Aber besiegt werden? Ich sehe vom Strand einen Herald kommen. Ölbaumzweige kränzen sein Haupt. Der Staub und der Dreck, der ihn bedeckt, bezeugen, dies ist kein sprachloser Bode, der Flammen entfacht, in den Bergen Holz verbrennt und mit Feuer und Rauch irgendwelche Zeichen gibt. Laut aussprechen wird er, was unsere Freude vergrößert. Oder? Nein! Kein Oder! Nichts davon! Das Oder unterdrücke ich! Ich will dieses Wort nicht hören! Ich verabscheue dieses Wort! Möge Gutes sich zu Gutem fügen! Wer dieser Stadt etwas anderes wünscht, der ernte selber seine böse Saat! Väterliches Land, Erde von Argos, an diesem Tag im 10. Jahr kehre ich zu dir zurück. Viele Hoffnungen sind gescheitert, eine erfüllt sich. Ich habe kaum mehr damit gerechnet, auf argivischer Erde sterben zu dürfen und in ihr begraben zu werden. Jetzt grüße ich dich, Erde. Grüße dich, Sonnenlicht, Zeus, höchster Herrscher, Apollon, pythischer Fürst, schleudere nicht länger die Geschosse deines Bogens auf uns. Du warst uns am Skamandros ungnädig genug. Jetzt sei wieder Apollon Paian, Retter und heilender Gott. Alle marktbeschützenden Götter rufe ich an, auch meinen Beschützer Hermes, den treuen Herold, den alle Herolde ehren. Und die Heroen, ihr Armen, die ihr unser Heer nach Troja geleitet habt, nehmt jetzt wohlwollend auf, was nach dem Krieg davon übrig blieb. O Herrscherhaus, o königliches Tor, o liebes Dach, ehrwürdige Throne, seid heiter und schaut auf den König. Empfangt ihn gebührend nach so langer Zeit. Er kommt und bringt in eure Nacht das Licht. Agamemnon bringt es der ganzen Gemeinschaft dieser Stadt. Also nehmt ihn wohl auf, wie er es verdient. Er zerschlug Troja mit der breiten, schweren Hacke des richtenden Zeus. Alle Felder sind davon zerwühlt. Verschwunden sind Altäre und Heiligtümer. Aller Same ist aus der Erde getilgt. So tief hat der erste Sohn des Atreus Troja unter das Joch gebeugt. So glücksbeladen kehrt der Mann zurück, dass er heute
alle Sterblichen weit überstrahlt. Weder Paris noch die ihm verbundene Stadt prahlen länger. Ihre Tat sei größer als die Strafe. Mit Raub und Diebstahl verstieß er gegen das Recht. Er verlor seine Beute und hat das verrottete Haus seiner Väter bis in den Grund vernichtet. Doppelt zahlte das Geschlecht des Priamos für seine Verfehlungen. Sei gegrüßt. Heide. Sei. Herold. Willkommen. Herold des Achaierheeres. Ich möchte sterben. Wenn ein Gott es verlangt, sage ich jetzt freudig ja. Hast du Sehnsucht gehabt? Nach der väterlichen Erde. Hast du Heide gehabt? Ja, so sehr, dass ich weinen muss vor Freude. Dann hast du es gut gehabt. Unter einer süßen Krankheit hast du da gelitten. Wie meint ihr das? Erklärt es mir! Wir waren krank vor Heimweh, nach den Heimwehkranken. Ihr meint, die Stadt hat sich nach seinem Heer gesehnt? Ja, sehr! Ich habe oft aus tiefem Herzen aufgestellt vor hilfloser Angst. Hilflose Angst! Woher kam diese Schwermut, diese Sorge in das Volk? Ich kenne ein altes Mittel, das Schaden verhütet. Schweigen! Wer schweigt, dem geschieht nichts. Das war schon immer so. Wie? Hat euch jemand bedroht? Hat euch jemand Furcht eingejagt, während die Herrscher fort waren? Ich kann dir nur sagen, ich möchte gerne sterben. Ja, jetzt ist doch alles gut. Ja. Mag man auch nach so langer Zeit dieses für günstig halten und jenes für beklagenswert? Wer außer den Göttern bleibt denn schon Zeit seines Lebens ganz von Leiden verschont? Ich könnte ja auch vom Mühsal berichten, vom Eingepferchtsein in den Schiffen, vom Drang voller Enge zwischen den Planken, dem harten Lager auf den Schiffsbänken, das andauernde Gestöhn, Tag und Nacht schwerer Arbeit. Und dann auf dem Festland wuchs die Plage ja noch. Unsere Zelte standen vor den feindlichen Mauern. Vom Himmel herab, vom Wiesengrund herauf, kroch Feuchtigkeit in die Lagerstadt, setzte sich in den Kleidern fest. Überall Ungeziefer. Und der unerträgliche Winterfrost, der Vogeltöter, der vom Schnee des hohen Ida herüberzog. Und die Hitze zur Mittagszeit, wenn das Meer wellenlos, windstill daliegt und schläft. Wozu darüber klagen? Alle Not ist vorbei. Vorbei auch für die Toten. Sie sollen und sie wollen nicht wieder auferstehen. Für uns Überlebende, die übrig blieben vom Argiver her, hat der Vorteil gesiegt. Das Leid wiegt ihn nicht auf. Wozu soll ich euch die Gefallenen aufzählen? Wir leben! Müssen wir denn immer wieder das missgünstige Schicksal beseufzen? Laut rufe ich allem Übel zu. Lebe wohl! Große Freude ist den Ereignissen angemessen. Ihr könnt euch freuen über das, was geschah. Wir, die wir über Meer und Land geflogen sind, dürfen uns rühmen unter dem Licht der Sonne. Eroberer Trojas, haben wir, das Heer der Argiver, unsere Beute allen Göttern in Hellas an die Tempel genagelt, als ehrwürdigen Schmuck. Und wer dies hört, der preist die Stadt und die Feldherren, der preist die Gnade des Zeus, der es vollbracht hat. Jetzt
wisst ihr alles. Ich gebe zu, du hast mich überzeugt. Deine Worte haben meine Zweifel besiegt. Und ich schäme mich deshalb nicht. Denn das Alter kann immer noch von der Jugend lernen. Das Haus und Clytaimestra betrifft dies alles natürlich am meisten. Doch es beglückt auch uns. Auch uns. Ich habe schon laut aufgejauchzt vor Freude, denn als erster Bote hat mir das nächtliche Feuerzeichen längst den Fall Trojas und seine Vernichtung gemeldet. Und jemand beschimpfte mich und sagte, du glaubst dem Fackelzeichen und meinst nun, Troja sei zerstört. Allzu leicht, allzu schnell wird ein Frauenherz aus der Fassung gebracht. Mit solchen Worten hat man mich für verrückt erklärt. Ich opferte trotzdem. Und überall in der Stadt ertönte der Jubelruf der Frauen, das Jubeljauchzen der Olulypmos. In den Tempeln der Götter stiegen Gebete auf, Weihrauch wurde ins Feuer gestreut und die duftende Flamme mit Trankspenden gelöscht. Was soll mir jetzt noch dein Bericht? Ich brauche ihn nicht. Der Herrscher wird mir selbst alles berichten. Ich werde mich bemühen, meinen hohen Herrn bei seiner Rückkehr so würdig zu empfangen, wie ich nur irgend kann. Was ist süßer für eine Frau, als den Tag zu erleben, an dem sie dem Mann das Tor öffnen darf? Dem Mann, den ein Gott aus dem Krieg heil nach Hause führt, melde das meinem Herrn. Er soll so schnell wie möglich kommen, die Stadt wartet auf ihn. Im Haus wird er die treue Frau so wiederfinden, wie er sie einst verließ. Den Hund des Hauses, ihm Freund, den Bösgesinnten Feind. In allem anderen verhält es sich ähnlich. Kein Siegel hat sie zerstört in der langen Zeit. Vergnügungen und Männergeschichten sind mir so unbekannt wie das Schmieden von Stahl. Ich darf so laut mich selber rühmen, weil es die Wahrheit ist. Sie hat gesprochen. Du hast es gehört. Hast du sie gehört? Wohlgesetzte Worte. Die gute Deuter brauchen. Hast du sie verstanden? Verstanden. Hast du sie verstanden? Hast du sie verstanden? Hast du sie verstanden? Ja. Aber sprich von Menelaos. Ja. Was ist mit ihm? Kehrt er heim? Ist er gerettet? Kommt er mit euch, unser lieber Herr? Der gute Herr dieses Landes. Ich will nicht lügen. Ich kann euch nichts Gutes berichten, wenn es nicht wahr ist. Ihr hättet nur kurze Freude daran. Wie könnte es noch wahr sein, wenn du etwas Gutes meldest? Beides ist zu verschieden. Kannst du nicht Gutes und Wahres uns melden? Menelaos wird vermisst im Achaia Herr. Er und sein Schiff. Und das ist wahr. Ist er vor euch aus Troja aufgebrochen? Oder seid ihr gemeinsam in einen Sturm geraten? Und wurde er dort von der Flotte getrennt? Ihr habt es getroffen. Ein kurzes Wort für langes Leid. Weiß man, ob er lebt? Weiß man, ob er tot ist? Habt ihr nichts erfahren? Habt ihr von anderen Schiffen nichts erfahren können? Niemand weiß Genaues, außer der Sonne, die das Leben der Erde erhält.
außer Helios! Erzähl vom Sturm! Wann schlug der Götter Zorn das Heer und die Flotte? Und wo? Die verliebt er! Und wie ging es aus? Man darf den Glückstag nicht mit einer Unglücksbotschaft schwärzen. Es stört bei der Siegesfeier. Die himmlischen Götter wollen anders geehrt sein. Wenn aber ein Bote mit verzerrtem Gesicht verfluchtes Leid in die Stadt bringt, vom Untergang des Heeres spricht, die doppelte Wunde beklagt, die der Stadt im Ganzen und jedem einzelnen im Volk geschlagen wurde, von den vielen Männern spricht, aus den vielen Häusern dahingerafft, vom Geißelschlag des Krieges, von der Doppelpeitsche des Ares, zweischneidigem Unheil, mörderischem Zwillingspaar, blutiger Gramverschwisterung, wer eine solche Leidenslast mit sich schleppt, der singt sein Loblied in Erinnyen, nicht den himmlischen Göttern. Doch ich komme als Herold glücklicher Ereignisse in diese Stadt, will Freude bringen, will Sieg verkünden, will Worte sagen wie Rettung, überstandene Not, glückliche Führung, Gunst, Gnade. Gütige Gabe. Gutes. Wie soll ich da vom Sturm berichten, den Götterzorn gegen die Achaier geschickt hat? Wie kann ich Gutes in das Übel mischen? Denn es verschworen sich die größten Feinde. Feuer und Meer, um einträchtig das unselige Achaia-Heer zu vernichten. In der Nacht erhob sich schwerer Seegang. Der Nord, die Winde Thrakiens trieben die Schiffe gegeneinander. Sie rammten sich, Feuer brach aus. Und in Wolkenbrüchen, Wirbelstürmen sanken sie oder wurden vom Orkan auseinandergerissen. Im strahlenden Sonnenaufgang sahen wir die Ägäis blühen von Leichen, Wrackteilen, Schiffstrümmern. Uns und unser Schiff hat jemand den Untergang gestohlen oder abgerottet. Ein Gott. Kein Mensch hat am Ruder gesessen. Die rettende Tyche saß freundlich an Bord. Sonst wären wir beim Ankern in der Brandung gekentert oder an den Klippen zerschellt. Und dann, im Licht des Tages, dem Todesmeer kaum entronnen, mochten wir unserem Glück nicht vertrauen. Mit Sorge dachten wir an das neue Leid, an das zerschlagene Heer, an das Ende der Flotte. Und sollte einer noch am Leben sein, dann hält er uns für tot. Warum auch nicht? Wir glauben ja dasselbe auch von ihm. Oh, würde doch alles gut. Möge alles so gut wie möglich enden. Vor allem und zuerst für Menelaos müssen wir Heimkehr erhoffen. Wie sollte Zeus auch ihn und sein Geschlecht verderben wollen, wenn nur ein Sonnenstrahl ihn irgendwo lebend und atmend entdeckt? Dann ist vielleicht auch Hoffnung, dass er nach Hause kommt, wie Agamemnon. Jetzt wisst ihr alles. Das ist die Wahrheit.
schon was anderes, ne? Wenn man den richtigen Chor sieht. Nicht, wenn ein Einzelner das machen muss oder will. Ja.